1000 natürliche Hausmittel gegen Seekrankheit. Der Kapitän liest dieses Buch. Bäh, manche Dinge macht man besser nicht. Ist trotzdem ein Mülleimer. Es geht mir gar nicht gut. Juno massiert dem Captain den Rücken. Ich danke dir. Es geht mir schon viel besser. Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so übel. Ich hab's. Nimm einfach das hier. Damit bringst du deinem Pokémon den Umgang mit dem Zerschneider ganz leicht bei. Und wahrscheinlich kann ich es nicht nehmen, weil mein Inventar voll ist. Oh nein, du hast keinen Platz für weitere Items. Ja, ich weiß. Das ist nicht toll. Kann ich nach oben mit dem Computer oder sowas? Bitte. Lass mich in Ruhe. Okay. Oh, fuck, man. Puh, ich werde das Deck wohl nie sauber bekommen. Boah, ich fühle mich elend. An der frischen Luft fühle ich mich besser. Sind die alle seekrank? Ich will nicht, dass hier irgendjemand bekämpfen will. Hey! Wie wär's... Fick dich doch, ich habe gerade noch davon geredet. Und ich habe nur motherfucking Alex. Matrose. Ah, Smetbo habe ich auch noch. Ja gut, dann... Schlaf. Nein, warum? Oh, wo starte ich denn wieder, wenn ich jetzt tot gehe? Nein, das zieht so viel ab. Nee, noch nicht. Nur 10 in Anführungszeichen. Oh nein. Oh, das hat... Alex erreicht Level 22. Muschas. Nein, ich kann nicht wechseln. Ja, Handy, ich weiß. Volltreffer. Panzerschutz. Ja, mach du ruhig. Hauptsache, du greifst mich nicht an. Mir hatte... War das der Lars? Ich weiß es gar nicht. Irgendjemand hatte mir gesagt, dass ich hier ein spezielles Item an Bord bekomme, was mich in der... in der Story weitermachen lässt. Das wird wahrscheinlich der Zerschneider gewesen sein. Ich bin beeindruckt. Ja. Solltest du auch sein. Was mit dir? Sperrstunde, die Party ist vorbei. Das Schiff sticht bald in See. Oh, ich dachte, du wolltest kämpfen. Ahoi, Seemann. Bist du seekrank? Er hat zwei Pokémon. Mach Rollo. Los, Alex. Mach ihn fertig, bitte. Bitte. Oh! Nicht dein Ernst. Tentacher. Nö, kann ich ja nicht. Wir sind ja alle tot. Yes! Noise! Ach, gut. Das heißt, hier oben ist schon mal alles frei. Mit dem habe ich geredet. Okay.
haben wir denn hier die Tränke? 4 Stück habe ich noch. Gebe ich jetzt allem Alex. Oder 2. Ja, ich weiß, ich verballer jetzt hier Kacke. So, 2 Tränke habe ich noch. Ich habe doch irgendwo Beleber. Äther, Fluchtseil. Ich habe doch keinen Beleber. Echt nicht? Scheiße. Auf Wecker, Bootsticket, Gegengift. Gegengift hätte ich eigentlich immer nicht so viele kaufen brauchen. Mist! Jetzt habe ich gedacht, ich kriege die ganzen Tränke weg. Haff! Was mit dir? Der Kapitän ist ein Meister des Schwertkampfs oder Schwertkampfs. Er unterrichtet sogar Pokémon im Umgang mit dem Zerschneider. Ja. Das ist alles nice and so. Zu campen. Auf all meinen Reisen habe ich nie ein solch verschlafenes Pokémon gesehen. Es sieht ungefähr so aus. Relaxo, Tagträumer. Ah! Nein, aber das ist Onix. Achso. Pokémon können Büsche mit dem Zerschneider klein hacken. Ich habe schon Leute auf Pokémon über Wasser surfen sehen. Ja. Schau dir an, was ich an Land gezogen habe. Mit einem Carpador, was nur Plätscher kann. Bitte. Angler möchte... Oh, 3. Goldini, Goldini. Oder kann ich von dem Schiff wieder runter? Das hätte ich ja auch mal ausprobieren können. Ich glaube, das hat noch gar nicht abgelegt, oder? Wäre mal eine Möglichkeit. Ihr habt euch jetzt bestimmt eine ganze Zeit schon gedacht, was machst du denn? Du kannst auf dem Schiff runter, bist du noch gar nicht auf See. Yay, Level 23. Nice! Tentacha. Nein. Weil ich keine anderen Pokémon habe, die gerade kampfbereit sind. Schlug fehl. So. Noch ein Goldini. Nö. Inge. Ja. Ist eigentlich Goldini gleichzusetzen mit Carpador, weil das macht ja auch nur die ganze Zeit Rutenschlag. Wobei Carpador ja Platscher macht, aber. Nun! So, ich gucke jetzt erstmal, ob wir vom Schiff runter können. Okay, könnte ja sein, dass der uns irgendwie wohin dingst. Ich guck die ganze Zeit von dem scheiß Schiff runter. Ich dachte, das wäre schon irgendwie unterwegs. Gut. Trotzdem habe ich sehr lange ausgehalten. So. Ich muss mal gucken, was wir für TMs haben. So. Weil dann haben wir die nämlich direkt hier auf den PC drauf. Moment. Ich brauche was zu schreiben.
Oder habe ich hier was? Nee, muss ich hier im Web schon gucken. Nehmen wir den Bleistift. Und hier. Papiergedöns. So, was haben wir denn hier? TM34, was ist das denn? Geduld. TM34. Kann auf jeden Fall schon mal auf den PC. TM12. Aquaknarre. Kann auch auf dem PC. TM12. Weil das sind, glaube ich, so Dinger, die braucht man nicht, um irgendwie was zu verschieben oder sowas. Weil Stärke gibt es manchmal, meine ich, auch. Brauchen wir aber nicht. Also jetzt gerade. Mega-Hieb könnte auch weg. TM01. Ups. Ach, fick. TM4. Wirbelwind. Hab ich... hat... der Lars schon? Ich weiß aber nicht, wie das abgeht. Keine Ahnung. Also, TM04. Donnerwelle. Kann auch weg. TM45. Schaufler. Das ist sowas, wo ich nicht weiß. Vielleicht kann man da irgendwie was mit ausgraben. Ich wüsste jetzt aber nicht was. Deswegen TM28 kommt auch weg. TM11, Blubberstrahl, kann auch weg. Ey, da kriegen wir schon mal ein ganz aufgeräumtes Inventar, wenn wir die ganze Kacke jetzt hier mal wegpacken. TM8, Body Slam, kann eigentlich auch weg. So. So, ab an den PC. Oh, das bleibt so lang, das so spät erst auf und dann drücke ich schon wieder... Weil ich denke, dass das unten nicht richtig bestätigt hat, dass ich den Text gelesen habe. Und dann bin ich schon wieder beim Bild auf dem Kack-PC. Ich möchte aber auf meinen. So. Ablegen. Alle eigentlich. TM34. TM12. TM01. TM04. Oh, ich muss unbedingt dran denken, fällt mir gerade auf, dass wenn ich die Aufnahme beende, dass ich synchronisiere. Ich habe nämlich am Anfang nicht synchronisiert. 45. Oh, nein! Okay. 28. Elf. Und die 8. So. Wunderbar. Jetzt muss ich nur mein Fahrrad wieder mitnehmen. Fahrrad. So. Item. Jetzt muss ich das Fahrrad wieder nach oben machen. Und zwar mache ich das gegen die Angel, weil die benutzen wir eh nicht, weil wir haben das Carpador gefangen und ja. So, und jetzt holen wir uns den Zerschneider ab und den Superball aus der Mülltonne.